hier ist wieder Vivian. Ich mache heute ein Urban Sketching Tutorial und wünsche euch viel Spaß dabei. Was ist Urban Sketching? Urban Sketching ist, dass man seine Umgebung oder sein Umfeld zeichnet. Man reduziert dabei auf das Wesentliche, was dargestellt werden soll, weil es hier eventuell um eine Momentaufnahme geht. Darauf zu achten ist, dass nicht alles so lange stillsteht, bis deine Zeichnung vollendet ist. Zum Beispiel Menschen, Tiere, Fahrzeuge oder ähnliches. Welche Materialien kann man benutzen? Basics sind natürlich Papier, Bleistift. Man kann aber viele unterschiedliche Sachen benutzen, auch seine Vorlieben herausfinden. Basic ist natürlich einfach Bleistift. Da kann man einfach auch unterschiedliche Stärken nutzen, egal ob dünne Bleistifte oder auch vielleicht dickere, ob hart oder weich, das ist je nach Vorliebe. Man kann auch, wenn man auf dunklem Papier arbeitet, auch weiße Stifte benutzen, wenn man möchte, um einfach Sachen hervorzuheben. Dann die Basics auch natürlich Anspitzer und Radierer, wobei der Radierer eigentlich relativ selten genutzt werden sollte. Dann, um vielleicht auch Konturen zu schaffen oder stärkere Konturen auch, kann man auch mit Feinlinern arbeiten oder auch mit dickeren Filzern oder Eddingstiften. Das ist eigentlich einem vollkommen selbst überlassen. Auch so dicker. Mit den Feinlinern kann man auch direkt arbeiten, also man muss nicht immer mit Bleistift vorzeichnen. Wenn man kann, kann man auch direkt einfach mit verschiedenen Feinlinern arbeiten. Direkt. Man kann auch Tinte nutzen, wenn man möchte, wenn man das sozusagen transportabel dabei hat, mit auch unterschiedlichen Stärken an den Aufsätzen her. Das ist auch möglich. Oder Basic, um vielleicht ein bisschen Farbe mit reinzubringen, könnte man auch so Markerstifte, Filzer, alles was fest ist, auch nutzen, um sozusagen Farbe mit reinzubringen. Um noch mehr Farbe reinzubringen, kann man natürlich auch Buntstifte nutzen, wenn man möchte, wenn man da eine Auswahl hat. Oder was auch sehr beliebt ist und was ich auch gerne mache, ist meinen Aquarellkasten dabei zu haben. Man muss auch nicht so einen großen haben, man kann auch kleinere mit dabei haben. Aber was da ganz toll sind, sind dann diese transportablen Pinsel, die halt hinten drin schon Wasser drin haben. Feucht sind. Und so braucht man halt keinen Wasserbehälter mit sich schleppen, sondern da ist direkt hinten Wasser drin. Die kriegt man auch mit verschiedenen Spitzenstärken, wenn man möchte. Und genau, sind auch nicht ganz so teuer. Wenn man will, kann man vielleicht auch so eine Art Tapes mit sich tragen, um vielleicht Sachen einfach mal abzukleben oder überkleben, um einfach noch ein Highlight vielleicht zu schaffen. Ein ganz kleines Papier. Ne? Viele benutzen halt einfache Skizzenbücher. Das ist vollkommen in Ordnung. Da gibt es jede Größe, jede Form, wie man gerne will. Man kann natürlich auch verschiedenste Papiere nutzen, also ob klein, groß, beschichtet zum Teil oder was man vielleicht auf der Straße findet. Ich habe jetzt hier kein direktes Beispiel, aber man kann theoretisch auch Zeitungsausschnitte nutzen oder alte Blätter, so eine Papiertüten. Man kann auch Kassenbons benutzen, wenn man will. Flyer, da ist eigentlich auch alles das, was man theoretisch findet, dabei hat und einfach schnell zur Hand hat auch. Was kann alles gezeichnet oder gemalt werden? Eigentlich kann alles gezeichnet oder gemalt werden.
Von Stadtansichten bis Landschaftsansichten, das ist komplett variabel. Man kann auch nur einzelne Abschnitte davon zeichnen, die interessant sind, die einen ansprechen oder auffallen. Das können Einkaufspassagen sein, Bushaltestellen, U-Bahn-Szenen, Häuserschluchten oder auch im Park, im Grünen. Oder auch Szenen aus dem Urlaub. Ihr seht jetzt hier, ich habe auch Urlaubsbilder genutzt heute, um einfach Sachen abzuskizzieren, die mich interessieren zur Übung. Man kann natürlich Tiere, Pflanzen und Menschen auch abbilden bei ihren einzelnen Tätigkeiten, in Gruppierungen, beim Sport, als Porträt. Hauptsache ist, beobachten und schnell sein. Als erste Urban Sketching Zeichnung setze ich ein Bild aus Lissabon um. Hier war mir ganz wichtig der Kontrast zwischen dieser rosanen Wand und dem grünen Baum. Dementsprechend habe ich alle anderen Konturen wirklich nur vorskizziert und habe sie mit schwarzen verschiedenen Stärken von Feinlinern umgesetzt. Habe nur ein, zwei Linien verstärkt. Die rosane Wand habe ich mit Aquarellfarbe nachgemalt, da die schön zart war, und habe dann mit einem kräftigen grünen Buntstift drüber skizziert, habe aber auch da wirklich ganz grob einfach nur den Baum ausgemalt. Mein zweites Beispiel ist eine S-Bahn-Station in London. Hier habe ich den Fokus gesetzt wirklich auf die Uhr und die Architektur, die drumherum war. Diese einzelnen Balken oder Streben, die sozusagen die Wände gehalten haben und später auch ins Dach übergegangen sind. Da fand ich einfach die Form einfach sehr schön. Und habe den Fokus sozusagen wirklich nur auf die Uhr gesetzt, indem ich sie auch mit Weiß hervorgehoben habe. Alles andere habe ich wirklich auch mit schwarzen verschiedenen Stärken von Feinlinern wieder umgesetzt und habe auf einem Backpapier gearbeitet. Mein letztes Beispiel ist eine Telefonzelle in London. Ich habe hier auf weißem beschichteten Papier gearbeitet. Ich habe keine Vorskizze gemacht. Ich habe direkt mit dem schwarzen Feinliner drauf gearbeitet. Also wenn ein Strich daneben gegangen ist, dann war das nicht schlimm. Ich habe dann noch einen roten Filzstift genommen und habe sozusagen die roten Umrandungen gemacht. Und habe noch ein bisschen Hintergrund gezeichnet und das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kleinen Tutorial inspirieren. Ihr seht, es ist gar nicht so schwer und ich hoffe, ihr findet auch Motive, die ihr gerne im Urban Sketching Style umsetzen wollt.